Hallo, willkommen bei neuen Part bei Super Mario 3D Land. Und hier machen wir weiter. So, wunderbar. Ein neues Level freigeschaltet. Aber man sieht, brauchen wir für immer weitere Level. Immer mehr Star-Coins. Ups. Und ganz am Anfang, wo er damals gespielt hatte, ich glaube für mich damals privat auf jeden Fall noch, bevor ich das Let's Play hatte, damals, wusste ich gar nicht, wie, also ich wusste, was ich brauche, aber da war mir klar, ich musste zurückgehen und die komplett nachmache. Das war für mich damals relativ schwer. Weil die waren mir damals komplett egal, die Star-Coins, hab die komplett ignoriert. Und ja. Das lernt man heraus. Alles mit Tool, was man so findet in gewisse Spiele. Dass man nicht irgendwann an eine Sache reinkommt. Oh, jetzt habe ich doch viel zu wenig davon. Das war ein bisschen hakelig. Ja. Sitz. Und gut, das ignoriere ich mal, das mir so. Gut, fall mir sofort mal runter. Das ist ziemlich schwer, um die letzte Stark zu bekommen, aber das kriegen wir wie vorhin. Irgendwie. Ich sehe viel zu viele von diesen Gegnern. Könne eine Aufrege. Aber gut. Da bekomme ich hier problemlos das. Wunderbar. Hier auch wieder alle drei Star Coins, die man auf jeden Fall brauche. Und jetzt das Bowser-Level. Also der letzte Level war eigentlich gar nicht mal so lang. Gerade mal 3 Minuten für ein Level gebraucht. Gut. Junge, Junge, Junge. Oh. Das war knapp. Wenn das Band nicht knapp war. Jupp. Das ist kein Problem. Und komm. Schnell weiter. Kam sofort die Mitte Hälfte Speicher. Ey, damit ich das überlebt habe, ist ja erstaunlich. Hopp, danke für den Pilz. Aber wie war es schon groß? Deswegen hat das jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Das ist ziemlich gefährlich, wenn das Ding da kommt. Und da müssen wir jetzt rasen.
Aber immerhin haben wir den Pilz gehabt. Und da fallen wir runter. So, hast du mal Pilz? Ja, Pilz, hast du Pilz? Ja, danke. Gut, da warten wir kurz. Wunderbar. Da rennen wir jetzt durch. Das war gefährlich wie diesmal. Aber das packen wir auch so irgendwie. Da müssen wir gleich durchrennen, deswegen warten wir. Wir müssen durchgehen, wenn das zurückgeht. Ansonsten reicht die Zeit hier nicht aus wie eben. Das ist ganz so knapp gemessen, wenn man nur eine Sekunde zu spät losgeht. Hier haben wir einen Endboss. Zum Glück haben wir einen Pilz. Es fehlt nur eine Starcoin. Ich hoffe, die bekommen wir noch. Wunderbar. Ah! Ich wollte doch einmal einen Pilz nehmen. Darf man das nicht, oder was? Nein, darf man nicht, sagt er. Gut. Dann kannst du mal auf ein schnelles. Komm her, wir haben ja da ein Item drin. Ich will gucken, ob ich hier Item drin habe. Wo nicht alle aufzumachen, habe ich keine Lust für. Ah, war ich zu spät losgegangen. Und wir zurück. Okay, das warte mir, bevor wir da losgehen. Gleich heißt renne. Na, beeil dich doch mal. Ja. Es war knapp, aber oho. So, Glück haben wir noch ein bisschen auf Lager. Und die ganze Pilze. Oh Gott, so. Okay, in dem Fall warte mir lieber, bis er sich ausgedreht hat. Dann war das Ganze deutlich einfacher. Man kann es natürlich machen, wäre er sich schon dreht. Aber in dem Fall wird das Ganze schwierig, um die Entfernung hier abzusetzen. Deswegen wird das so deutlich einfacher. Gut, wusste ich aber vorher nicht. So, die letzte Starcoin müsste hier sein.
So. Damit haben wir auch diese Welt hier erfolgreich gemacht. Das war, glaube ich, Level... Genau, Welt 3 war das. So, und auf in die neue Welt. So. Na, da können wir auf jeden Fall noch ein Level machen, diese Part. So. Da oben ist er. So. Kommen wir uns das Ding, was runtergeworfen hat. Das ging mir aber schnell fix weiter. Und... Ach Gott. Komm, verreck. Und kaum weiter. Gut, da bekommen wir jetzt Starcoins. Vorausgesetzt, wir haben noch keine übersehen. Er war so klar, wir haben schon einen übersehen. Aber na gut. So. Hol mir das mit. Gut, gehen wir mal weiter. So, die Räume kommen auf den Weg. Dann sind wir auch gleich dann da. So. Da sind wir im Ziel. Wunderbar. Oh, das Level hat mir voll krass geparkt. Okay, das hier ist noch locker noch drin. Also machen wir noch diese Part. Die Starcoin hätte wir. Und alle Münze. Also das war wunderbar. So, sag ich mal, der nächste Part geht dann weiter in Welt 4 bei, ja, Tempel 2. Gut, sag ich mal, bis dann und haut rein.